Da ist er. Der Spitalien. Da oben sind die Wagen. Und du hast nichts dagegen, dass der Weihwei Vasen zerstört? Eine. Mehrere. Mehrere. Nein, ist mir egal. So, sagen wir mal so, ist mir egal. Und darum hat er in mir ein schlechtes Publikum. Weil man muss ja empört sein. Und zwar hat da in Potsdam, das hat sie mir auch mal gezeigt, als ein kleiner Tempel von Schinkel. Der ist bildschön, dieser kleine Tempel, bildschön. Und der hat oben eine Galerie, also ist weiß außen gestrichen. Dann hat er oben, also wie gesagt, einen Quadrat, einen Kubus. Dann hat er oben eine Galerie, so oben. Jetzt habe ich gedacht, dass ich ein Bild malen werde, also eine größere Leinwand. Ja. Natürlich ein Detail aus diesem Tempel. Ja. Oder vielleicht zitiere ich ihn dann unten in einer Ecke auch nochmal ganz so. Und zwar irgendwas, ein Detail mit dieser Galerie, mit diesen stark farbig sind die. Das ist so türkis und weiß und braun und ist immer so dickes Glas. Und das werde ich als nächstes machen. Muss ich noch mal hinfahren, mir das genau angucken, ein paar Fotos so machen. Und dann muss ich daraus ein Extrakt. Ja. Ja. Dann machen wir jetzt, wie gesagt, wie gewollt, Friedenskirche. Weil dann fahre ich die Hegel und rechts in eine der Seitenstraßen. Dann gehen wir da über die Straße und sind an der Friedenskirche. Ja. Und gehen dann hoch zu den Gräbern. Ja. Zurück. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Fahren dann über den Vasentempel, sage ich jetzt mal, ja, zum Neuen Palais. Mhm. Ja, das ist doch gut. Dieses Gebäude verwende ich irgendwie, nicht so, aber das kommt vor. Das werde ich mit irgendwann auf ein Bild aufnehmen, diesen Aussichtsbalkon da, dieses. Und warum gerade diese? Willst du malen? Weil es eine der schönsten Stellen ist, mit dem Wasser und auch, ich finde diese Aussicht, diesen Balkon finde ich fantastisch, also eine großartige Idee. Und darum, nicht? Weil das ist einer der schönsten Orte hier, finde ich, für mich. Dass eine Stadt so mitten im Wasser liegt. Natürlich schon was Besonderes. Es gibt kaum eine Möglichkeit, Landschaft darzustellen, gibt es kaum noch, weil es ist getan. Ja, es gibt die romantische Landschaft, die Romantiker, Caspar David Friedrich, die haben die Landschaft ja schon verklärt, verfremdet, verklärt auf irgendwelche symbolischen und vor allen Dingen innerlichen Momente gebracht, also die Landschaft ja verklärt. Vielleicht, wenn ich das da mache, könnte ich den zitieren? So, die Umgebung von dem. Aber ich weiß es noch nicht. Es wird dann ja, das ergibt sich dann ja alles. Von Bild zu Bild.
Also so ein festes, so festgenagelt ist das in meinem Kopf. Und das ist doch hier auch was ganz Besonderes. Ich meine, dass ein König mit seinen Hunden begraben ist doch was Besonderes. So, hiermit jetzt, das muss ich ja auch alles übersetzen. Also ich kann ja nicht sowas abmalen dann. Da sehe ich schrecklich alt aus gegen das, was die gestaltet haben. Ich muss das ja verändern. Also für mich, ich, was ich heute darin sehe. Und natürlich ist das immer schöner, wenn man viel über die Dinge weiß, wenn man viel, und vor allen Dingen auch, wenn man sie gesehen hat. Also für mich ist das wichtig. Das war von unserem, von der Betrachtung Sanssouci Potsdam vor 2 Tagen. So, dann habe ich gestern ein Bild angefangen, dieses da, und zwar die Friedenskirche, und zwar wo wir drauf zugegangen sind. Nicht in sie rein, sondern von außen an die Friedenskirche ran. Und diesen Blick wollte ich haben. Und das ist dieses. Das. Dann ist dieses hier, diese Ecke da, diese Art Balkon, von wo aus man die betrachtet, die Friedenskirche, und von der auch dieses Foto entstanden ist, von diesem Balkon. Diese Ecke hier ist diese. Und dann, warte mal, dann ist, ach so, diesen, wo ist es denn? Diese Art Balkon, dieser, das ist, also den wir hier an der Ecke schon haben, aber also schräg aufgenommen, schräg gesehen, ist dieses hier, so, das. Und das ist alles, dieses Teil ist sehr, sieht in Wirklichkeit natürlich ganz wunderbar aus, mit dieser ganzen Wasserspiegelung und mit, ja, weil es da so liegt. Da muss ich sehen, dass ich das, also der Entwurf jetzt, wie ich das lebendig, also so, das ist so ein bisschen statisch, soll aber eine Aufzählung sein. Und dann kommt noch später, dann oben links als ziemlich genaue Zeichnung, sind wir da vorbeigegangen, als wir zu den Grabplatten von Friedrich dem Großen gegangen sind, also von seinen Hunden, da sind wir an dieser Grotte vorbeigekommen. Und das kommt dann als kleine Zeichnung, kommt das hier oben hin. So, das ist aber nur der Anfang, das Ganze muss erst, ja, muss ja erst gemalt. Das ist sozusagen der Entwurf. Und hier bei den blöden Kartoffeln kann man ja auch lesen. Friedrich der Große. Und da denke ich dann, also, dass ich ein schwarzes, also sehr dunkles Bild mache. Nur mit diesem, also ist dann nicht repräsentativ, das ist eigentlich mehr eine kleine Hommage, also keine große Bedeutung, sondern eigentlich eher eine kleine Hommage. Der ist gebaut mit den Vasen, ich glaube, ist von Schinke. Und die Vasen, ist ja Glas, sind alle in Böhmen. Und Böhmen hat ja die großen Glashütten. Ja, Böhmen ist bekannt für Glas. Und da haben sie jetzt nach den alten Modellen, sind die jetzt in Böhmen wieder angefertigt worden. Ja, das ist eben, das ist so absurd, nicht? Wieso stehen da oben Vasen? Ja, es ist so,
schön. Ja, so Luxus. So gedanklicher Luxus. Da wollte Friedrich der Zweite seine Antikensammlung reinsetzen. Und dazu ist es aber nie gekommen. Da ist wahnsinnig viel erhalten. 80% sind der alte Putz, der Originalputz. Und das ist sonst nie der Fall. Ja, darum geht's. Das ist falsch. Dieses Halbrund ist falsch. Und das sind die ganzen, dieser Normannenturm. Das ist schon richtig. Das ist richtig. Das geht. So. Und das geht. Und dann ist das, das ist da der Turm, müsste ein bisschen mehr so. So, und dann hat er also alles so Sachen. Und hier ist alles Wald und dann will ich da, wahrscheinlich hier oder hier, weiß ich noch nicht, setze ich dann die Zeichnung rein von Lené, wo er den... auf der er den Ruinenberg entworfen hat. Diese Zeichnung, die will ich noch irgendwie mit reinkriegen. Zeichnung. Sagen wir mal wie ein Zitat. Wie ein Zitat. Ja, das Teehaus. Das Schönste am Teehaus ist eigentlich, finde ich, das Dach. Das Dach ist, glaube ich, das Schönste. Und ich habe das Teehaus eben, ich habe diese Form von dem, weißt du, von den Stufen, haben ja diesen chinesischen Einfluss, nicht? Diese Form ist ja so eine chinesische Form. Die habe ich wieder aufgenommen an dem Weg und habe dann, weil es gehen ja so Wege von dem Teehaus ab, habe dann die stimmen aber nicht, die sind in Wirklichkeit anders. Die habe ich dann da eingebaut. Und so ein bisschen, ja, verschwommen, nicht? So von oben, so ein bisschen. Diffus, ein bisschen im Nebel und weit weg. Ja? So, das ist das zu dem Teehaus. Das sind die Gräber von also Friedrich und, neben Sanssouci, neben Schloss Sanssouci, Friedrich der Große und seine Hunde. 11 Hunde sind da beerdigt. Stimmt auch in den Proportionen nicht, die sind überhaupt nicht. Diese sind alle mehr querformatig. Ich wollte die aber, das Bild hat ja einen Sockel. Der Sockel ist eine alte Form der Malerei. Und in der Malerei
ganz, also kommt aus der Renaissance schon, nee, davor schon aus den Altarbildern, Grünewald und solche Leute, die haben auch immer einen Sockel oder oft einen Sockel benutzt für ihre Altäre. Und das ist die Rückseite vom eine der Seiten der römischen Bäder, und die Wasserspiegelung steht ja immer sehr viel am Wasser. Und dieses hier, dieses Schema, dieses Schemen, das ist eigentlich an der Grabstätte von Friedrich dem Großen, steht dann so eine Figur, die ist recht banal, sehr weiß, eine Flora, eine Skulptur einer Flora, aber keine gute Plastik. Und die ist so, die habe ich wohl thematisch aufgenommen, die ist da irgendwie verschwindet so. Dieses hier hat diese Farbe, in der Farbe ist viel gestrichen worden. Im ganzen Schinkel hat auch viel in dieser Farbe gestrichen. Und ich habe das verändert, das ist ein, dieser Sonnenstern natürlich. Und das heißt, das nennt man eine Trellage. Am Belvedere, das war Schinkels erster Auftrag, da war er 21 Jahre alt oder so. Und damals die Leute, das war Mode, auch Humboldt hatte sowas, die hatten immer ein Zelt. Und auf dem Pomona-Tempel jetzt, heute ist auch ein Zelt, das ist natürlich gestreift, so irgendwie, auch ein bisschen grob in der Farbe und so, das ist eben heute gewebt, und aber blau, weiß, und die Leute damals hatten immer, das war schick, ein Zelt dabei. Kannst du den Spaziergang erinnern? Oben links, das ist die Neptungrotte oder so, das war auf dem Weg. Da unten war dem Teehaus, unten rechts, das ist so eine Flüsterbank. Schinkel, da war ja die Schönheit mal kurz in Brandenburg zu Hause. Ja. Und das ist ja, also Schinkel hatte ja so eine, ja, wie nenne ich das, Maxime. Und zwar Historie und Poesie. Hat er diesen Traum von Historie und Poesie in einen vollkommen geschichtslosen Sand gesetzt. Ja. Das ist auch wirklich beeindruckend, dass ein paar Leute, er ist ja nicht allein, es gab ja auch noch diese großen Gärtner, ja, wie Lené und so, es gab ja noch ein paar in dieser Zeit, das hat sich wirklich in diesen paar Jahren konzentriert, paar Jahrzehnten konzentriert, dass die da in diesem märkischen Sand ihre Träume und ihr Wollen, wie die Welt schöner sein könnte, wenn sie wäre, wie diese Leute sich vorstellen. Und hat etwas, an etwas erinnert, etwas zur Erscheinung gebracht. Gleichzeitig hat er es poetisiert, also hat ein Traumbild davon auch geschaffen. Und ich finde, dass du in deinen Bildern so etwas erschaffst wie ein Traumbild von einem Traumbild.
in dem Bild, also eine Vergänglichkeit in dem Bild und auch ein Erschrecken vor dieser Vergänglichkeit. Da sind Gifttöne drin, da sind Risse drin. Die Geschichte wird nochmal bemüht, aber sie hat irgendwie gefährliche Risse. Ja. Also so würde ich diese Bilder kennzeichnen. Sie sind traumhaft, weil sie an einen Traum erinnern und an ein Erlöschen. Das ist sozusagen die Zugabe, die in diesen Bildern dann doch in hohem Maße steckt. Ergiebig für diesen kurzen Traum, den du sozusagen nochmal träumst, also sozusagen in gewisser Weise nachträumst, aber ihm gerecht wirst, in dieser Spannung von Historie und Poesie ihm gerecht wirst, aber natürlich auch noch was Eigenes machst. Ja. Es aber noch einmal zur Erscheinung bringst. Das ist, also mir kommt es so vor, als würde es noch einmal aufsteigen und würde, wenn ich diese Bilder mir ansehe, würde zu mir sagen, da sind wir und das ist das letzte Mal. Ist es das auch sein? Hätte ich mir für dich, du wunderbare Frau, wirklich nicht erträumen können. Liebe Sarah, ich gratuliere dir.